Also liebe Eishockey-Freunde, wir werden gleich ein paar Interviews noch machen. Zuerst Danny Weiss hat gerade nachgefragt, ob er euch was vorsingen darf. Feigling, 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 Feigling. Ich glaube, Dani ist etwas schüchtern. Oh. Oh. Sorry, ich muss halt früher nach Hause. Oh. Komm, Dani. Daniel, los! Helfen mir jetzt mal bitte. Also. Guten Tag! Heute ist der 25.04. Scheiß Kölner Haie, oder? Scheiß Kölner Haie! Was ist besser? Scheiß Kölner Haie oder Scheiß Adlermann? Warte, wir nur was sagen! Wir nur was sagen! Ich bin ja noch gar nicht fertig, die nehmen mir einfach das Mikrofon weg.
Zugabe, 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 Zugabe. The only reason why I did that was because... Hello? Yes! No! Boy, it's a leak I'm on. Okay, the one reason, the one guy I did that for was the old veteran, Svelsky. Thank you very much. Okay, noch jemand, der uns leider verlassen wird, der auch ein dufter Kerl ist und ich sollte aus dem Wort kommen. Kevin Astia. Aber nicht desto trotz, Kevin, eine wunderbare Zeit hier hast du gehabt und wir werden dich vermissen. Was hat es für dich bedeutet, bei den Eisbären zu spielen? We're gonna miss you. We'll wish you all the best. But what memories and what experiences did you have playing for the Eisbären in Berlin? Well, first things first, Rob's dad! No, seriously, I've met so many great guys here in Berlin, and it's been absolutely, the last 2 years have been absolutely unbelievable. The fans here are absolutely unbelievable, and it's been a great ride, and hopefully I can come back here again sometime, and ich bin ein Berliner. Wenn fertig ist mit Danny, oder Danny fertig mit Uwe, je nachdem, Uwe, kommst du kurz rüber? So, ja, natürlich, wir haben ja gerade noch ganz kurz... Wenn ihr die Zeit leidet, die Zeit leidet. Wir haben ein einfaches Zeitproblem, Moment. Ich weiß, ich bin jetzt wieder der Spielverderber, das macht dir so viel Spaß, wir können hier noch Tage, Wochen, Monate an Tagen wie diesen stehen, würde ich ganz gerne machen. Nichtsdestotrotz müssen wir sehen, dass wir irgendwie in die Sache reinkommen. Und zwar ist es jetzt folgendermaßen geplant, dass also in wenigen Augenblicken die Jungs sich an verschiedenen Tischen im Umlauf sich hinsetzen werden. Ihr bekommt dort eure Autogramme. Wir nennen das Ganze heute mal Meet and Greet. Das heißt, also nicht Autogrammstunde, wie sonst heißt, sondern die werden sich dementsprechend dort hinsetzen und für genau eine Stunde dort an diesen Plätzen sitzen. Die 21.15 Uhr. Ja, wir holen auf deine Frage. Den Rest würde ich hier im Berlin machen. Das große Feuerwerk sein. Und wir werden ab 20.30 Uhr, wenn wir oben aufgemacht haben, den Komfortbereich, den VIP-Bereich bzw. oben im Umlauf, werden wir das machen, was wir jetzt eigentlich hier machen wollen, nämlich die Verlosung. Wir machen es dann oben, damit alle mit dabei sind, aber wir wollen jetzt auch nicht mehr so lange hier, sonst dauert es stundenlang. Während die Jungs jetzt runtergehen, während die Mannschaft runtergeht, gibt es eine feierliche Übergabe der Geschenke. Es gibt nochmal extra Geschenke, die wir tun würden. Ich möchte sich bei euch allen bedanken mit einem kleinen Geschenk, wenn ihr da unten vorbeigeht und euer Geschenk abholt. Und was ihr euch jetzt auf jeden Fall nochmal abholen dürft, weil ihr das letzte Mal in dieser Form zusammen seid, meine Damen und Herren, alter Champion, neuer Champion, Rekordchampion, Meister des Jahres 2011, 2012, die Eisbären Berlin! Deutscher Meister, EAC!
geschenkt oder zugehört gibt, dass es also für jeden extra ein Unikat ist. Kamera?